Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Noch bombardiert das, was von unserer Flotte übrig geblieben ist, hier den Hub. Und wir sind bei, ich glaube nach wie vor, etwa 25%, 28%. Aber es droht neues Unheil. Diese Flotte hier, die Flotte 26, die bleibt hier Gott sei Dank im Zentrum stehen. Allerdings bewegt sich inzwischen eine andere Flotte, die Flotte 21, der Kontingenz, in unsere Richtung. Und ja, wenn die sich zusammentun und hier reinfliegen, dann sind wir weg vom Fenster. Wenn sie alleine reinfliegt, haben wir vielleicht noch eine gewisse Chance. Ich habe schon in eurer Abwesenheit erstmal wieder unsere ganzen Planeten gemanagt und habe die Flotten versucht, so einigermaßen zusammenzufassen, dass man wieder durchsieht. Ja, sie ist jetzt schon hier. Wir gucken mal, wo sie sich jetzt weiter bewegt. Ja, vermutlich fliegt sie rüber. Sie wird nicht hier in der Mitte des Systems bleiben. Würde mich sehr schwer wundern. Okay, ja, hier gibt es eine Zusammenlegung. Da ist noch eine einzelne, die übrig geblieben ist. Durabius. Achso, das ist da hinten. Genau, da wird auch gebaut. 16 Schiffe haben wir dort. Aber jetzt werde ich bis etwa 7000 Legierungen sparen und dann die drei Titanen in Auftrag geben. Ich hatte eben kurz für einen kurzen Moment die Hoffnung, dass die Flotte stehen bleibt. Tut sie aber nicht. Oh Mann. Was passiert jetzt, Leute? Fliegt sie alleine zu uns rein? Bleibt sie bei der anderen stehen? Letzteres halte ich eher für unwahrscheinlich. Es wäre ein ungewöhnliches Verhalten der Kontingenz. Das haben wir bisher noch nicht so erlebt. Was macht sie jetzt? Ja, sie fliegt. Oh mein Gott. Sie vereinen sich. Die eine fliegt dahin, die andere zu uns. Okay, es ist nur eine Flotte, aber eine Flotte wird kommen. Der einzige Vorteil, den wir haben, ist die Tatsache, dass wir jetzt wieder, also dass wir den Sprung abgeklungen haben. Das heißt, wir kämpfen mit voller Kampfstärke und wir haben jetzt auch die Föderationsflotte natürlich noch da. Die beiden, die werden auch ein bisschen was abhalten. Ich bleibe also weiter optimistisch. Einfach, weil wir ein bisschen Glück haben, dass die Kontingenz nicht super intelligent agiert, sondern hier weiter fliegt dorthin. Okay, da kommt ein Konstruktionsschiff. Das will die Kontingenz wahrscheinlich beschützen. Das wird da vermutlich den Planeten belegen. Aber gut, dass unsere Truppen da schon weg sind. So, es wird jetzt gleich zur Schlacht kommen. Ich will mal den Zwischenstand kurz haben. 33%. Sie werden von dort kommen. Na, mal sehen. Die Föderationsflotte, auf die ist nicht so richtig Verlass. Aber die Schlachtschiffe, die werden vermutlich wieder einiges abfangen erstmal. Oh Mann, ey. Construction complete. Drei Titanen sind auch noch dabei. Die helfen sicher auch noch mit. Und es ist ja nur eine kleine Flotte. Ja, das sieht ganz gut aus. 2-2. Okay, alles klar. Wir haben sie besiegt und ich hoffe, dass die Verluste nicht allzu riesig waren. Wir gucken kurz. Okay, 14 Zerstörer, 3 Kreuzer, 2 Schlachtschiffe, 8, 16, 6. Ja, Föderationsflotte hat es ein bisschen erwischt. Die beiden. Wenn ich das richtig sehe, unsere Flotte gar nicht, oder? Wo ist denn unsere Hauptflotte? Die wird hier gar nicht angezeigt. Die erste Flotte, die kämpft doch dort auch mit. Die erste terranische Flotte. Ach, die ist noch im Kampf? Was ist... Nein! Eine weitere Flotte ist gekommen. Wo kommt die denn plötzlich her? Oh, verdammt! Die ist aus dem Wurmloch gekommen. Der Kampf geht weiter. Wow! Krass! Oh mein Gott. Also, wenn wir diesen Hub zerstören, dann ist das aber hart verdient. Wenn wir es schaffen. Und den ersten Titan, den haben wir schon verloren. Gerade eben.
Construction complete. Die lassen uns keine Zeit für eine Ruhepause. So, wir haben gleich die Legierung, um die weiteren Titanen in Bau zu geben. Aber ja, ich habe berechnet für 3, aber wir können gleich 5 in Bau geben. Aber wisst ihr was, damit es erstmal losgeht, werde ich 3 in Bau geben, damit es überhaupt mal weitergeht. Ich habe mir das notiert, 1, 4 und 6 brauchen wir. 1, 4 und 6, so. Und die anderen folgen dann. Die Schlacht gewonnen. Was haben wir hier? Wir haben erstmal Admiralstufe 5 erreicht. Dann, ja, wir sehen unsere Verluste. Eieiei, okay. Wissenschaftler Stufe 6, Gouverneur Stufe 4 und die ganzen, wir sind wirklich ein Hort der Freiheit im Moment für die Galaxie, weil zu uns kommen die ganzen Flüchtlinge. 33%. Das ist jetzt der Punkt, wo es weitergeht. Jetzt ist die Frage, ist jetzt hier die nächste Flotte schon im Anflug? Ja, nein, das ist nur eine Konstruktionsflotte. Okay, die nächste Flotte, wenn sie sich bewegt, ist diese hier vermutlich. Aber die bewegt sich nicht. Das ist gut. Puh, eine Feindflotte nach der anderen kriegen wir hin. So, ich würde sagen, wir schicken nochmal 31 Korvetten als Nachschub irgendwie in die Nähe, die wir dann wieder manuell rüberspringen lassen. Anders geht's hier leider nicht. Construction complete. Was für eine Dramatik. So, und der, wo fliegt der jetzt hin? Der bleibt dort im Zentrum, okay. Und die Seraphim stellen weitere Ansprüche. Das wäre natürlich jetzt die maximale Katastrophe, wenn die Seraphim diese Situation ausnutzen und uns jetzt hier in dieser Situation angreifen. Das wäre so krass. So krass. Daran mag ich gar nicht denken. Okay. Seid ihr bei maximaler Bombardierungsgeschwindigkeit? Ansonsten werden wir die Föderationsflotten hier nochmal mit bombardieren lassen. Ich habe keine Lust, das zu berechnen, deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Bei 35%, noch 15%. Ja, Arbeitslosigkeit, geben wir ihnen Leistung, kein Problem. Wir sind jetzt echt massiv teilweise übervölkert, muss man einfach mal so sagen. Ich gucke mal, welchen Titan benötigen wir denn jetzt noch für die erste terranische Flotte? 6 hatte ich, 4 hatte ich, 2 und 3 muss noch gebaut werden. Dann werden wir das direkt auch noch in Auftrag geben, dass das parallel gebaut wird. 2, 3 geht noch nicht. Danach sind dann die Korvetten wieder dran. Okay, das Konstruktionsschiff fliegt jetzt hier in unsere Arme. Da habe ich nichts dagegen. Construction complete. Ja, kommt uns direkt sogar entgegen. Okay, in der Hinsicht sind sie auch wirklich ein bisschen dumm. Ressourcenspeicher voll. Das ist jetzt der Fight dort mit dem Konstruktionsschiff. Aber wir können... Wir können auf dem Markt noch kaufen. 2500 Legierungen machen wir problemlos. Das heißt, dann können wir auch den Dreier Titan noch in Auftrag geben. So, das hätten wir dann alles. Schlachtschiffe sind natürlich auch nochmal wieder nötig. Das können wir gleich mal überprüfen. Das wäre dann das nächste, was wir machen. Construction complete. 3 von 15, das heißt 12 Schlachtschiffe. Ne, hier steht 15 benötigt, ja, aber wir haben 3. Mhm. Puh. Oh, was kommt denn hier noch an? Das muss noch eine alte Charge sein. Die darf da nicht hinfliegen, das kennen wir, das Spielchen. Bleib bitte hier. Du kannst von mir aus damit hinfliegen und dich dort dann vereinigen. Construction complete. Also klar ist, wenn wir den Hub zerstört haben,
dann werden wir erstmal komplett uns zurückziehen und beobachten, was passiert nach Zerstörung des Hubs. Construction complete. Ob der Gegner auch noch woanders her irgendwelche Stärke beziehen kann. Ah ja, jetzt haben sie tatsächlich dort den Planeten wieder. Das ist aber nicht so schlimm. Beziehungsweise sie haben dort erstmal eine Station gebaut. Aber das haben wir hier gesehen. Die Stationen sind inzwischen im Übrigen auch alle weg. Das Gebiet wurde von den Forschungsbäumen, glaube ich, im Wesentlichen in Anspruch genommen. Also die Stationen machen nichts. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Planeten irgendwas tun. Ob wir uns um die kümmern müssen und ob natürlich die Flotten was tun und die Konstruktionsschiffe. Das ist die große Frage. Hier ist nichts in Reichweite. Es kann natürlich immer noch aus dem Hub selbst was kommen. Das ist natürlich auch noch möglich. Wir sind bei 41%. Technology researched. Die nächste Technologie ist unsere. Feuerrate und weitere Flüchtlinge. Wir kriegen so viele, wir können die gar nicht alle irgendwo unterbringen. Das ist echt heftig. Wir machen mal hier Schaden, Energiewaffen. Der schnappt sich jetzt wieder dieses System. Das ist aber alles kein Problem. Ihr vereinigt euch mal zu einer Flotte. Ach, da haben wir auch noch eine Föderationsflotte mit dabei. Und 6 Schlachtschiffe sind auch noch dabei. Aha. Okay, warte mal, dann lieber nicht vereinigen. Die nehmen wir dann gesondert mal mit. Dann könnt ihr direkt mal so rüberspringen. Ja, die Föderationsflotte, die will natürlich da jetzt auch hin und die Föderationsflotte verstärken. Ach Gottchen. Es wäre schön, wenn wir da Durchflugmöglichkeiten hätten, haben wir aber nicht. So, wir haben 8000 Legierungen. Wir müssen was tun. Jetzt habe ich wie viele Schlachtschiffe? Na komm, wir hauen auf jeden Fall mal die 6 raus, die wir hier bauen können. Unsere natürlich. Ja, passt genau. Von den Legierungen, sehr gut. Flotte bleibt da. Hier ist nichts in Sicht. Wir sind bei 45%. Was für ein Nervenkrieg. Okay, hier wollten wir rüberspringen, das hatte ich ganz vergessen. Das machen wir auch nochmal. Sicher ist sicher, falls noch ein Angriff kommt, mit dem Maximum, was möglich ist. Und jetzt fange ich mal ein bisschen zu sortieren hier. Okay, ihr seid da drüben. Ah, wartet mal. Da ist irgendwas schiefgegangen mit dem Sprung. Aber das hatte ich, glaube ich, aus Versehen abgebrochen. Ja, und jetzt kommen die Föderationsflotten hier an. Oder? Ja, genau. Jetzt muss ich nämlich den richtigen erwischen zum Abbruch. Den, der hier fliegen will. Das ist ein bisschen nervig. Ihr bleibt mal bitte alle dort. Sonst gibt's Ärger. So, habt ihr es jetzt bitte bald. Ich halte das nervlich nicht länger aus. Noch 2%. Uiuiuiui. Okay, die bleiben alle hier. Das ist schon mal gut. Das klappt. Nee, hier ist irgendwas, was nicht hier bleibt.
So, und da kommt eine Flotte der Forschungsbäume mit 72.000. Immerhin, die könnten ja hier auch mal eine Station kaputt machen. Das wäre ja mal was. So, Leute, eigentlich müsste es jetzt bald soweit sein, oder? Ja! Wir haben's! Eine weitere Maschinenwelt wurde zerstört. Hub 004 im Array-System explodierte, nachdem die Planetenverteidigung kampfreduziert wurde. Großartig! Der zweite Hub ist weg, Leute. Der zweite Hub ist weg. So. Und nun gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an, wie das ganze Ding richtig hübsch kaputt geht. Haha! Wunderbar. Nichts mehr übrig davon. So, jetzt bin ich aber jetzt mal gespannt. Jetzt zählen wir die Kontingenzflotten. Das ist jetzt super wichtig, meines Erachtens. Also, wir haben hier eine Flotte. In diesem ganzen Bereich. Oh, da unten ist noch eine. Die zweite. Dann haben wir vier eine. Drei Flotten. Okay, jetzt bloß nicht verzählen, weil sonst ziehen wir falsche Schlussfolgerungen. Also hier sind drei Flotten. Hier unten vierte Flotte. Fünfte Flotte. Sechste Flotte. Falls sie von hier kommt, das ist nicht ganz klar. Das ist was anderes. Okay, wir haben sechs Flotten. Undenkbar, dass wir die jetzt hier irgendwie alles besiegen. Ich würde sagen, tatsächlich, wir ziehen uns erstmal zurück, reparieren, was zu reparieren ist, beobachten, wie die Kontingenz jetzt weiter agiert und werden uns wieder aufbauen. Und dann, ja, dann ist die Frage, wenn die Kontingenz jetzt keine neuen Flotten erhält, dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf den nächsten Hub. Falls wir merken, hier kommen Flotten aus irgendwelchen Gründen hinzu, dann müssen wir uns erstmal um die Eindämmung der Kontingenz kümmern. Vor allem sind dann vermutlich die Planeten das entscheidende Ziel. Ja, das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste für die Gesamtstrategie. So, wir werden jetzt mit allem, was wir hier haben... Ja, das ist die Frage. Springen wir zurück? Wollen wir jetzt noch ein bisschen Stress machen? Nee, ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal wirklich zurück und nach Ishtrum und von dort dann zu unseren Heimatbasen. Das scheint mir das Beste zu sein. Aber nicht alle können springen. Die 13., die 6. und die... Oh Gott, die müssen wir jetzt hier... Die kann nicht springen. Dann ist es jetzt noch die 13. und die 6. Die und die unten kann nicht springen, genau. Die müssen noch ein bisschen ausharren. Die anderen kommen erstmal dorthin. Construction complete. Okay. Hier müssen wir weiterhin darauf achten, dass hier nichts durchfliegt. Bitte, bitte, bitte aufpassen. Wissenschaftler Stufe 2. Okay, ihr sammelt euch da. Das ist alles in Ordnung. Wann macht ihr euren Sprung? Halt nicht, die haben den ja schon gemacht. Okay, das heißt, ihr fliegt jetzt alle bitte zurück zu euren Basen, ja. Halt, Rückkehr zur Wissenskrone? Nee, das wollen wir nicht. Da müssen wir mal eine andere Heimatbasis definieren. Das ist ja doof. Die bringen wir auch zur Dyrabius-Station. Neue Basis. Hier ebenfalls. Dyrabius-Station. Der Rest hat bei uns, glaube ich, die entsprechende Heimatbasis. Also dorthin bitte zurück. So, und wenn das geschehen ist, dann müssten wir jetzt auch ganz normal, wie gewohnt, wieder die Verstärkung über die Werften auf diese Art und Weise in Auftrag geben. Construction complete. Hier warten wir nochmal ab, bis die rüberkommen. Ah, und die fliegen da rein. Ja, das ist gut. Die können dann ein bisschen Station kaputt machen. Ihr sammelt euch weiterhin nochmal dort. Auch in Ordnung. Könnt euch auch hier mal vereinigen. Das ist ein bisschen übersichtlicher dann. Ja, fliegt mal alle zusammen hier. Das ist gut. So. Das dauert noch ein bisschen. Hier kommt aber immer noch mehr an.
Alles bitte vereinigen. Das sind alles Verstärkung für die Föderationsflotten. Gut, dass die dann hoffentlich bald weg sind und die Verstärkung dann woanders hinkommt. Das gibt dann ein richtiges... Ansonsten gibt es ein immer größeres Chaos. So, ihr werdet wohl die Station hier klein kriegen, oder? Es dauert, aber ich glaube, sie kriegen es hin. So, die erste Eingreifflotte, die kann auch schon springen. Das machen wir dann auch. Und immer weitere Flüchtlinge kommen. Gott sei Dank kommen sie alle auf die Ringwelt. Da können wir sie auf jeden Fall unterbringen. Das ist okay. So, das ist alles die Verstärkung für die Föderationsflotte. Das ist prima, weil die können auch hier hinspringen. Das passt sehr gut. Und ab jetzt müsste die Verstärkung auch dorthin kommen, wo sie hingehört. Dann haben wir alles wieder einigermaßen hier in Ordnung. Hier 22 und 39 Tage. Die Geduld haben wir noch. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch eine Feindflotte hier unterwegs ist. So, das haben sie zumindest befreit. Immerhin sind jetzt zurückgekehrt, um sich vermutlich ein bisschen zu erholen. 64.000, das ist auch okay. Sind dort überlebend. Das ist in Ordnung. So, da die Flotten jetzt da sind, können wir auch wunderbar jetzt Dinge in Auftrag geben. Ich würde sagen, ist die erste auch da? Ja, prima. Machen wir mit der erstmal weiter. Hauen wir da die 10.000 raus, um hier neue Bauaufträge zu starten. Das passt ganz gut. Oder haben wir jetzt aus Versehen Titanen in Auftrag gegeben? Nein! Nee, haben wir nicht. Schlachtschiffe. Das Problem ist ja, das ist ja nicht vereint. Und er denkt jetzt, er muss noch Titanen bauen. Das ist ja das Problem an diesem System. Wenn man das manuell plötzlich da rumfunkt. Aber er hat es irgendwie trotzdem gecheckt oder einfach nicht gemacht, weil wir die Mittel noch nicht hatten. Dürfen wir also nicht vergessen. Da dürfen wir nicht weiter automatisiert bauen. Das müssen wir dann erstmal mit den Eingreifflotten machen. Da geht das. Okay. Wartet. So, die muss auch noch zurück. Beziehungsweise, was ist denn das hier? 6 Schlachtschiffe, ein so, eins. Ja, nee, die springen jetzt hier auch raus. Und die fliegen... Hier machen wir auch Durabius. Und die fliegen dann beide zurück zu ihren Heimatstationen. So, dann haben wir tatsächlich jetzt unsere Schiffe erst einmal in Sicherheit gebracht. Alles klar. Ja, gut. Das war jetzt ein guter Schritt, den wir hier geschafft haben in dieser Staffel. Erstens, wir haben den Maschinenaufstand besiegt. Wir sind wieder bei alter Stärke, wenn nicht sogar stärker. Mit 1300 monatlichen Legierungen kann man arbeiten. Wir haben den zweiten Hub zerstört. Jetzt ist die ganze Frage, wie reagiert der Rest der Kontingenzflotte hier darauf? Das ist nochmal wichtig für die Gesamtstrategie. Das wird uns beschäftigen. Allerdings große Sorge machen mir die Seraphim, die jetzt hier in unsere Richtung irgendwelche Ansprüche stellen. Das ist natürlich eine heftige Situation. Wir möchten daran erinnern, dass sie Mitglied des Galaktischen Paktes sind, zusammen mit den Tarassi. Na gut. Vielleicht lenken die Tarassi ja ein bisschen ein, beziehungsweise zähmen sie irgendwie und sagen, hey, die Kontingenz, die beschäftigt uns doch hier massiv. Fangt da hier noch einen Krieg an. Schaut euch das mal an, wie die Kontingenz sich hier in das Gebiet der Seraphim hineinfrisst. Und denen müssen wir möglicherweise noch helfen. Das wäre noch das Perfideste. Stellt euch das mal vor. Wir greifen hier den letzten Hub an bei den Seraphim und dann mit einer komplett geschwächten Flotte erklären sie uns den Krieg. Das würde ich ihnen echt zutrauen. Ein Maschinenschrecken würde dann den anderen ablösen. So, wir haben hier nochmal eine Technologie. Wir gehen dann nochmal weiter. Hier, ich glaube, mit der Feuerrate. Ja, machen wir das nochmal. Und dann beende ich für diese Staffel erst einmal
Nein, ich beende nicht. Also die Staffel ist zu Ende, das wollte ich damit sagen. Ich beende natürlich nicht das Let's Play, jetzt wo wir so weit gekommen sind. Ich weiß nicht wirklich, ob es Dinge gibt, die wir abstimmen müssten. Wenn ich merke, dass da Grundsatzentscheidungen nötig sind, werde ich eine Abstimmung machen. Ansonsten geht es mit der geplanten Strategie weiter. Debatte kann natürlich dennoch, wird dennoch geführt werden. Also, wir sehen uns in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.